Willkommen zurück zu Let's Play Witcher 1 Enchanted Edition. Wir machen weiter, aber jetzt passen wir bei seinem Mantra eingedrungen. Und ja, machen jetzt hier weiter. Ich trinke hier nochmal ein bisschen was. Und dann gehen wir da runter, würde ich sagen. Oh, dann habe ich wahrscheinlich geblutet. Die Kisten sehen aus wie Harens Waren, die ich vor den Ertrunkenen gerettet habe. Dieser Bastard treibt Handel mit den Salamandra. Die haben Alvin. Oh Gott, okay. Tach. Lass mal wegstecken. Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azar Yavets Überzeugungskraft. Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm, ein Jammerlappen wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Wer ist Azar Yavet? Ein mächtiger Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschnappt hat. Faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Vizima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alle zusammen, auf ich! Woher lässt sich nicht abstechen? Okay. Ist jetzt lustig. Ah ja, das geht halt. Ihr seid ein beeindruckender Schwertkämpfer. Alvin, warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Glaubst du den? Ein Sohn einer... Gut, dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Vizima gebracht. Nach Vizima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir es. Oder Vizima haben die Spieler Salamandra zu folgen. Silberring. Der Badgerring, sehr gut. Ein Teil der Hexergeheimnisse, das ist sehr gut. Jetzt sollten wir mal in den Questlog gucken. Fahren uns ein Führer der Bande aus Uland erbrachte neue Erkenntnisse. Der Mann erwähnte jemanden namens Azar Yavet. Den Namen muss ich mir merken. Alvin meinte, die Banditen hätten bei Wiesemann gesprochen, die für Spur führt, also dorthin. Der Mann, dem ich zu dem Dorf gefolgt bin, ist tot. Obwohl er dieser Mann im Uland anführte, war er nur eine Spielfigur. Um den Mann führte, der Mann zu ergreifen, sollte ich nach Wiesemann gehen. Inzwischen muss ich einen Weg aus der Höhle finden.
Bitte tut mir nicht weh. Der Mitte, oder bleibt er da jetzt stehen? Wow, die kommen übelst schnell im Tempo uns nach. Naja, das ist Abigail. Ah, jetzt sind wir in der Höhle angekommen. Gibt alles einen Sinn. Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich brauche einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt. Abigail, seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Ja gut. That escalated quickly. Hier ist eine Karte, so. Müssen Auswahl aufgebaut, Menge Dörfer stellen und Urteil fällen. Ja, wir wurden die ganze Zeit verarscht. Ja, aber wir spielen hier in der Dark Fantasy Welt, bitte. Irgendwie wundert mich das nicht, dass die dafür schuld sind, dass die Beste existiert. Und ja, der Odo, deswegen die Rüstung, das ist ja schon aufgefallen, die Rüstung. In Odos Haus damals, bei der Quest, die mich schon erinnert. Kommt also sein Bruder, den er umgebracht hat. Ja, das geistige Arsch war mir schon rausgekommen. Und den Mikul groß am Rumheulen, dass sie ihn sich wegen der Hexe umgebracht hat. Ja, wenn er jetzt erstmal vergewaltigt, weißt du. Ja, dann hat sich logischerweise nicht ausgehalten, hat sich dann selber getötet. Alter, was für Arschlöche. Und wir haben blinden, hab denen schon easy geholfen. Verbrennt die Geliebte. Und der ist auch ein Arsch. Betrayed mit Salamander. Lass die Hexe unter Schmerzen sterben. Ich hatte alle drei Arschlöcher. Die Hexe versteckt sich dort drin. Ist auch ein Arsch. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren, dann wird uns die Bestie verschonen. Hier, die nicht ist euch so alle. Schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich, benutzte mich, um ihn zu töten, diese Heimtücke. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod. Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Warum? Hört ihr auf ihn, Geistlicher? Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer! Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafker. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Skoyatel helfe. Ich
verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Also ganz ehrlich, ich glaube, die Abigail ist null schuld an allem. Weil die hat mir bisher am einfachsten, die hat halt okay daraus profitiert, dass sie alle Spackos sind. Aber ich glaube ganz einfach, der hat seinen Bruder umgebracht, der andere, deswegen habe ich es auch angeklickt, weil er Geld wollte. Hat er auch bekommen, als geerbt. Der handelt mit, weil die Kinder entführen, und deswegen sage ich auch das Oberste. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr da reagiert habt, weil ihr selber gespielt habt, oder wie ihr reagieren würdet, wenn ihr es nicht selber gezockt habt. Aber ich will nicht gespoilert werden, was die Entscheidung angeht. Ich bin irgendwann durch, wenn ich wieder durch habe, was da anders gekommen wäre, ob die Abigail jetzt umbringen würden oder so. Aber ich werde wahrscheinlich für die Abigail sein, und weil alles, was Geralt hier oben sagt, immer recht, finde ich, damit hat. Den klicke ich jetzt auch an. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen. Aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Nein, ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl. Ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamander verkaufen. Und ihr habt von der Vergewaltigung und dem Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Alle schuldig. Das werdet ihr bereuen. Ich hole Abigail. Geht wieder heim. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos, Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Um ihre unstillbare Lüsternheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Die wollen uns töten. Habt keine Angst. Da ist sie! Verbrennt, die elende Hexe! Niemand verbrennt hier irgendwen. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Fürchtet euch nicht. Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Hinfort, Hexer, und lasst die Hexe hier. Sonst verbrennen wir euch auch. Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Verschwindet. Dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen, euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen, wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Hab Dank, Geralt. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Let's go! Fuck. Weil wir sollten gleich mal was dagegen unternehmen. Und zwar essen wir. Wobei, wir können nicht im Kampf essen, ne? Ja, genau deswegen. Egal, wer ist draußen. Guten Tag. Eigentlich stechen wir gerade ab.
Geralt, du musst aus dem scheiß Feuer raus. Macht so viel Schaden, ich kann nichts dagegen tun. Ja, das war's, glaube ich. Das ist nicht so einfach. Schmeckt das schon. Am fehlenden Level kann es aber schon mal nicht liegen, weil wir haben eigentlich alle Quests gemacht. Lass die Hexe nichts. Diese Schlacht, sie hat mein in ihr. Ich träum. Euer. Was? Sie euch. Ihr habt was die Hexe. Mich hab ich mit ihr. Nein, das ich. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel. Kick ist es nämlich Abigail überleben zu lassen. Ja, und schon ist sie tot. Halt down. Ich kann nichts machen. Ich springe auch mal durchs Feuer. Oh Mann. Im falschen Kampf ist der Feuer nicht funktionieren. Kann ich nichts machen, um mich den Debuff zu entreißen. Wobei ich ihn ein bisschen öfter treffe, kriege ich hier direkt Debuff. Ich habe auch keine schnellen Heiltränke oder so. Ich. Ja. Ja, Leute, das wird ein bisschen Trial and Error werden. Ich muss versuchen, die Abigail am Leben zu lassen, weil die kann mich heilen. Und wenn die nicht am Leben ist, wird es ein bisschen schwer. Ich muss die Viecher killen, gleich zu Beginn, die auf sie losgehen und dann die Bestie auf mich lenken. Lass die Hexe nicht. Diese, sie hat mein in ich. Euch. Was? Sie. Euch. Ihr habt was die Hexe. Mich. Mich. Nein. Seid. Groben Kampfstil, so. Thank you.
kann im Kampf nicht speichern, natürlich. Ja, das haben sie nicht gehört. Toll. Und dieses Todes lade ich nochmal. Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure gehalten habt. Tot. Sterbt, verfluchter Mutant. Ich habe genügend Kraft für euch beide. Odo, greift euch die Mistgabel. Dame verreckt ihr, dass ihr die gekillt habt. Alle verrecken sie. Scheiß Ungerechtigkeit. So, du, dich werde ich jetzt richtig schön finishen. Dein lebt noch. Danke, Geralt. Ich verdanke euch mein Leben. Ich packe meine Sachen und verschwinde aus der Stadt. Ja, beim dritten Versuch haben wir die Beste bekommen. Danke, Abigail. Freibrief. Die Person, die Sigmund vorzeigt, hat das Recht, wie sie mal jetzt zu betreten. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Wer wäre ich denn sonst? Habt Dank und lebt wohl. Ich muss Gasthaus und Charlie mitnehmen. Da ist der Haut des Jenseits. Sehr gut. Hat irgendwie keinen Platz, keine Ahnung. Na gut. Alles klar, wir gucken uns aber noch mal ganz kurz den Questlog an. Wer kann von den Salamander? Oh ja. Klar hat sie nichts unternommen, aber ich finde, das war die richtige Entscheidung, ihr zu helfen, nicht den Dörflern. Geralt kennt, also die, ich kann das auch räumlich-betechnisch eigentlich noch begründen. Und zwar, Geralt kennt Hexen, der hat öfter mit ihnen zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, ob er Jennifer Wengerberg schon kennt, zu dem Zeitpunkt hier.
Aber das ist ja auch eine Hexe und die mag ja sehr gerne. Deswegen, würde schon behaupten, dass es auch rollenspieltechnisch eine gute Entscheidung war. So, wir werden hier mal rasten. Und vielleicht auch was herstellen. Gucken wir mal. Wir haben keinen gescheiten Grundstoff. Wir können nichts machen. Ist ein besserer alchemistischer Grundstoff benötigt. Okay, dann haben wir jetzt 6 Bronzetalente und werden auf jeden Fall mal auf Stärke gehen. Ausdauer. Möglich Geralt 2-mal pro Tag anordnende Macht. Giftresistenz, Ausdauergeneration. Machen wir mal Giftresistenz. Ne, machen wir Ausdauergeneration so 70%. Das kommt gut an. Geile Fähigkeit, Pfeile abzulenken. Muss ich gerade Öl herzustellen. Niederschlagprozent bei A, das ist vielleicht ganz gut noch. Und hier bei schneller, weil ich das ganz oft benutze, würde ich ganz gerne auf Schaden gehen. Beide Schaden, genau. Und wir warten bis zum Morgengrauen. Genau. Genau. So. Neuer Tag, ein neues, fast alle gestorbenen Leute im Dorf. Große Problem ist jetzt, wir haben keinen mehr, bei dem wir Sachen ablegen können aktuell. Irgendwie bin ich dafür, bevor wir sie mal betreten, weil ich glaube, ich nehme Shani dann mit. Und ich glaube, wie sie mal aus Kapitel 2 und ich komme dann aus Kapitel 2 nicht mehr raus. Weil ich halt nicht weiß, ob der Typ noch lebt und ich das überhaupt noch abgeben kann. Die Quest würde ich hier ganz gerne machen. Ich habe keine Ahnung, wo wir warten, ob wir den später noch treffen können. Und weil der jetzt weg ist, ob jemand anderes Taverne übernommen hat. Ja, deswegen mein Vorschlag, ich laufe zurück, aber das mache ich jetzt offscreen, weil der Part jetzt eh gleich vorbei ist. Und im nächsten Part gehen wir dann in diese andere Höhle, die wir da clearen sollen und hoffe, dass ich die Quest noch abgeben kann. Bevor, also ich kann natürlich sein, dass ich dann eh mit Shani dann wieder dahin raufen muss, dann laufen wir halt doppelt, kann sein, dass wir doppelt laufen. Aber mir ist es einfach zu unsicher, nicht, dass wir doch per Cutscene dann einfach da landen und ich frage mich, wer die jetzt getötet hat, wann ist der Salamander, war es jetzt Bestie? Sonst sind die mir alle tot. Möchte halt sich riskieren und möchte die Quest schnell vorher machen. Und danach gehe ich zu Shani, hol die ab und gehe danach wie sie mir rein. Das heißt, wir laufen halt doppelt. Aber gut, es wäre gleich schon da, das brauche ich ja gar nicht mal groß zu cutten. Aber egal, wir sind jetzt gleich wieder im nächsten Part. Und, oder was ist gleich wieder im nächsten Part halt. Und wir werden dann uns dort, können wir jetzt eigentlich in die Kapelle? Nee. Werden uns dort wiedersehen beim nächsten Part, wo wir dann in diese Höhle gehen. Also bis dann, macht's gut, euch schönen Tag, ciao.